Ah ja, da oben können wir noch in den Raum. Die Schatzkammer. Hopper. Okay, das sind keine Flohmänner, es sind Hopper. Gut, nur MP. Okay, du hast schon zwei Arcs durch. Wann hast du das Spiel angefangen? Dann kann man grob errechnen, wie lange du schon dran sitzt. Frissmesser. Okay. Warum kann dieser Sarg schweben? nachdenken. Doch schon so lange her. Level up? Achso, nee, falsch. Ab. Ich habe leider nicht so einen Zensursound wie du, Rabe. Wobei ich das bei dir ziemlich witzig finde. Ein endloser Anlauf an Mumien. Das braucht man. Hat jemand ein Feuerzeug? Das wird schneller gehen. Dann sind diese Bandagen einfach mal weggefackelt. Weihwasser. Ja doch, behalte ich. Anfang des Monats. Also bist du schon so, ja, gut zwei Wochen dabei. Ist aber auch ein Spiel, da kann man ja auch sehr viel machen. Moment. Hier oben muss ich noch hin. Neuer Bereich, wie es aussieht. Ein feuriger Bereich. Boss? Hört sich stark danach an. Okay, Cerberus. Wo ist dein dritter Kopf? Achso, der ist da versteckt. Eieiei. Ich wollte gerade sagen, das war's schon. Nee, jetzt ist er aggro. Eieiei. Ey, ich hab was für dich. Shit. Jetzt wird er nochmal blau. Okay. Nein, weg hier. Noch schon wieder rot. Okay, rest in peace, Nathan. Von Cerberus getötet. Auf jeden Fall brennt das Weihwasser gut. So schön im Rachen, gibt schön Sodbrennen. So, komm her. Na, ich weiß, du hast Hunger. Aber ja, wir schmecken nicht. Okay, einfach draufhalten. Nee. Klappt doch nicht so gut. Ja, genau, hau ab. So, wo bist du? Ich wollte gerade sagen, du schießt jetzt bestimmt einen tollen Laser. Davor hatte ich nämlich gerade ein bisschen Angst. Geh weg. Für den ersten Boss ist er doch schon recht lästig. Vergiss es. Na komm schon. Ja. Cerberus ist Geschichte. Krieg ich noch irgendwas? Nee? Wie enttäuschend. Ich kriege nichts, keine HP-Erweiterung, nichts. Oh. Gut, aber ich gehe speichern. Beschissenes Jahrhundert. Das ist wirklich Betrug, Spyro.
Vor allem so mühselig, wie der schon war zum Anfang, hätte ich wirklich ja, irgendeine Erweiterung erhofft. Weil für gewöhnlich kriegt man das sonst in den Castlevania-Spielen. Aber hier dachten die sich, nö, hier geizen wir mal rum. Aua. So. Alles klar, das haben wir soweit gespeichert. Nochmal müssen wir das Vieh nicht bekämpfen. Oder eine Fähigkeit wäre auch in Ordnung gewesen, ne? Irgendwas? Nur wenn das jetzt so weitergeht, dass die Bosse nichts geben. Na, Prost Mahlzeit, ne? Das ist der größte Beschiss des Jahrhunderts, Spyro. Wobei... Obwohl, doch. Wir kriegen Doppel. Ein Doppelsprung, achso. Ein weiterer Sprung, der in der in Mitte der Luft eingesetzt werden kann. Ja, sozusagen kommen wir jetzt an der einen Stelle dann weiter. Wollte auch schon sagen, wenn es hier gar nichts gäbe, wäre schon wirklich beschissen. Gut. Wo war jetzt nochmal die Ecke? Da unten, ne? Ja, zumindest kann ich jetzt noch ein paar Ecken abklappern. Um die Karte noch ein bisschen zu vervollständigen. Ja, wenn es geht, würde ich auf jeden Fall hier auch versuchen, das Schloss so gut es geht. Oh, ein Armband. Zu ergründen. Aus Baumwolle ist das. Hm. Gibt auf jeden Fall Stärke. Wir können jetzt mehr reinkloppen. Na, ich behalte mein Weihwasser. Was ist das? Verstandserholung? Ist wahrscheinlich ein Heiltrank oder sowas. 30% der MP gibt das wieder. Ach so. So ein Getränk ist das. Lederrüstung. Jetzt kriege ich alles Gute. Kann ich das austauschen? Oh ja. 170 Verteidigung. Sehr guter Vergleich, Spyro, ja. Oder das ist, als würdest du ein Überraschungsei aufmachen und nichts drin finden. Das wäre auch ein guter Vergleich. Speichern will ich noch einmal. Vor allem, weil ich jetzt auch eine bessere Rüstung und das alles gekriegt habe. Wer weiß, ob ich nochmal das Glück dabei habe. Deswegen, so, es ist gesichert. Ja, dann viel Spaß dabei, Spyro. Genau, hier gab es glaube ich auch noch eine Stelle, wo ich höher kann jetzt. Ach, diese Geister, ich habe keinen Bock mehr auf die. Da drüben kann ich noch gucken. Ich frage mich gerade echt, was ich schlimmer finde. Medusenköpfe oder diese Geister hier? Vor allem, weil die ja hier auch endlos auftauchen. Schlimmer als sonst in den Castlevanias. Ohne Witz. Und sobald man welche besiegt, kommen neue. Ist klar. Ja, sowas braucht man. Ein Herz. Ich habe mehr Sekundärwaffenwürfe. Sehr schön. Ich vermute auch, diese Geister geben nicht mal große Erfahrungspunkte. Von daher kann ich drauf verzichten. Gut, wo wollte ich jetzt hin?
Da unten, da wäre noch ein Raum. Ich habe einige Räume hier gefunden, wo ich noch nicht weitergegangen bin oder teilweise nicht konnte. Hier haben wir aber nichts mehr. Doch, hier. Au. Hier habe ich noch nicht groß Ist es unten? Hä? Achso, da wollte schon sagen. Hier ist ein Weg, aber ich sehe ihn nicht. Ach, das war das. Theoretisch kann ich diese Abkürzung sogar mal probieren, ne? Jetzt, wo ich sowieso alles da oben weg habe. Ich würde jetzt mal auf den Rückweg als Abkürzung bezeichnen. So. Eine Axt. Wäre auch eigentlich auch nicht schlecht. Na. Ich will die Axt. Dann kann ich wenigstens schön Gegner aus luftiger Höhe gut erwischen. Sollten einige Bosse so nervig sein, dann haben die auch nicht zu lachen. Also, dass sie weit oben fliegen und so. Ah, Mist. Wo bin ich jetzt hier? Okay, dann komme ich dahin. Finde ich hier noch irgendwas? Sieht jetzt nicht so aus. Na gut, gehen wir mal hier durch. Ah. Was gibt's hier Tolles? HP Maximum. Haben wir jetzt aufgewertet. Na gut, der Abstecher hat sich zumindest gelohnt. So halbwegs. Auf jeden Fall, um weiterzukommen, müsste ich jetzt dahin gehen. Ich würde sagen, das mache ich gleich auch, aber ich werde erstmal da rechts unten hin. Da will ich noch kurz gucken. Ja, gut. Ja doch, ist schon richtig. Einmal hier lang. So. Willkommen zurück, Spyro. Erstmal unten gucken. Ach, das war... Ja, genau, hier bin ich zurückgegangen, weil dieses Vieh mir hier etwas Angst machte. Ach, jetzt kann ich doch die Axt benutzen. Hihi. Und das geht jetzt deutlich flotter, den kaputt zu kriegen. Ja, geile Sache. Herzen. Nee, Spyro, so schnell sterbe ich jetzt nicht. Ah, hier komme ich nicht hoch. Wandsprung kann ich leider nicht. Das ist leider keine Samus. So, dann hier oben noch. Oje. Ich finde ja auch schon irgendwo amüsant, dass die Skelette hier gelernt haben, Bomben zu werfen statt Knochen. Dracula hat seine Skelette umtrainiert. Weil die gemerkt haben, Knochen bringen nicht viel. Bomben sind effektiver, deswegen einfach mal den Skeletten Bomben in der Hand drücken, weil, ja. Weil haut mehr rein. Noch mehr HP. Ja, es läuft auf jeden Fall gerade. Der Anfang ist, glaube ich, in diesem Spiel wirklich so das knackigste. Sobald man den ersten Speicherpunkt gefunden hat, geht's eigentlich. So. Genau da. Ich würde jetzt was sagen. Ich probiere einfach mal ganz zurückzugehen. Also hier unten lang.
Ach nee, die Viecher gibt's ja auch noch. Sind aber auch kein Problem mehr jetzt. Scheiß auf diese Giftwürmer hier. Braucht keiner. So. Einfach durch. Ab durch die Mitte, Nathan. Dein Meister wartet. Na gut, egal. Scheiß drauf. Ein bisschen vergiftet. Gut. Ah, hier oben rechts, genau. Da bin ich noch nicht gewesen. Wirklich nicht? Ach, die Wand kann ich noch nicht zerstören. Gut. Das ist das Problem. Auch wahre, aber ja. Aber so aktuell geht's, finde ich. Ich denke mal, das größere Problem wird wahrscheinlich wieder ein neuer Boss sein. Aber so, jetzt komme ich gerade ganz gut klar. Okay, wir müssen noch ein Stück. Ach nee. Du schon wieder? Hey! Halt still! Treffen soll ich auch mal können. So. Leider hat er mir nichts Tolles hinterlassen. Ein Schlag und das Ding ist schon weg. Vorher habe ich ja schon ein paar gebraucht, ne? 3, 4 oder so. Man merkt, man wird stärker. das ist der Raum, oder? Moment. Ja, genau. Ja, genau. Hier drüben ist noch eine Kammer. Ist das gerade blöd. So. Die kann ich auch noch nicht zerstören. Toll, mir bleiben die Schätze verwehrt. Also Draculas Schatzkammern sind echt, ja, gut versiegelt. Weil Nathan zu blöd ist, eine Steinwand zu zerschlagen oder eine Holzkiste zu verschieben. Hat er nochmal Glück gehabt, der gute Dracula. Da können wir auch noch mal kurz gucken. Hier, nee, hier bin ich ganz falsch. Ich sehe aber gerade, hier habe ich auch einen Raum noch unentdeckt gelassen. Ja, da komme ich auch noch nicht hin. Das ist diese schmale Lücke da. In der Luft kann ich ja leider nicht rutschen, sonst wäre das ja kein Problem. So, hier oben müsste ich jetzt auf jeden Fall gleich weiter können. Aber hier unten interessieren mich auch noch ein paar Dinge. Okay, nenn mich Ausweichkünstler, weil diese Stelle gerade mit den Fledermäusen ohne Schaden. Das ist schon gut. Hier links, ne? Genau. Was war hier das Problem? Nichts? Warum bin ich hier denn zurückgegangen? Ah. Hier braucht ihr den Doppelsprung. Okay. Hier sind die Flohmänner. Und leckeres Schleim. Ja, ob es lecker ist, ist wahrscheinlich fraglich. Aber trotzdem, es ist halt Schleim. Mehr MP. Ich könnte bald mal wieder einen Speicherraum gebrauchen. So allmählich. Alles klar, hier geht's nicht weiter. Das ist auch ein ganz anderer Raum, sehe ich gerade. Theoretisch könnte das da drüben dann ein Speicherraum sein, wenn ich Glück habe. Huh!
Hier oben der. Yes. Komm, wie gerufen. Gut, und dann jetzt da nach oben gehen. Jetzt haben wir hier erstmal soweit alles finden können, was wir kriegen können. Jetzt können wir hier weg von diesen Katakomben. Ah, endlich mein Trank. Mein allererster Trank. Jetzt sehe ich das richtig. Ja, mein allererster Trank. 20 HP gibt er nur? Wow. Den könnt ihr euch ja gleich sonst wohin schieben. 20 HP, was sind 20 HP, wenn ich 160 habe? Das ist nix. Abgrundtreppenweg. Ich gehe doch erst noch kurz nach da drüben. Ja, das wäre jetzt auf jeden Fall der Bereich, wo ich hätte mit dem Doppelsprung dann hochgekonnt. Damit kannst du eine blutige Fleischwunde, die ein Herz durch sofort 2 cm schließt. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Na, der Sprung reicht nicht, ne? Nee. Sei gerüst, Ito! Nee, wir müssen doch links rum.